Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zur Story-Kampagne von Star Wars Battlefront 2. Und es geht gleich mit der vierten Mission weiter. Eine kurze Info, ich habe jetzt auf DirectX 11 umgeschaltet, damit dürften die Ruckler weg sein, denn die lagen tatsächlich, so wie es aussieht, an DirectX 12. Das scheint vom Support her noch nicht ganz sauber zu sein. Und für diese Play-Session habe ich Martin das Gamepad aus der Hand gerissen. Ich habe wie ein astreiner Stormtrooper gespielt. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Genau. Das ist ein Aim wie so ein Blinder, ey. So, wir machen weiter mit Mission 4. Das ist dir nach drei Missionen aufgefallen. Ja, ich dachte mir, ach komm, lassen wir ihm mal die erste Play-Session. Und danach ist aber auch Schluss. Nee, das passt auch. Ich gucke jetzt ein bisschen zu. Aber wie ich jetzt schon gesagt habe, das merkt man echt, wenn du halt irgendwie überhaupt keine Shooter spielst und auch gar nicht am Gamepad. Wenn ich halt Shooter spiele, spiele ich wirklich am PC. Ja. Wie zahlt dieser Idiot? Jetzt nach Pilio. Irgendwie schon zugucken. Kenne ich gar nicht. Deine Star Wars Hausaufgaben nicht gemacht. Nee, nicht gemacht. Wir spielen übrigens auf mittelschwerem Schwierigkeitsgrad. Ein Kollege meinte, es macht mehr Spaß auf Easy, weil das einfach, haben wir ja auch schon gemerkt, vom Gameplay nicht gut ist. Ist kein guter Shooter im Gameplay-Bereich. Muss man einfach mal ganz halt klar so Mittel. Ist jetzt nicht, sagen. Genau, ist nicht scheiße, ist Mittel. Ist halt, so okay. Ist halt mehr so ein Schauwerte-Ding. Also ja. Ist halt nicht so was. Also ein Wolfenstein spiele ich auch des Gameplays wegen. Das hier. Das war auch schon am ersten geil. Das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Warum sind wir denn sofort hier raufgesprungen? Was ist denn das? Fehlt da was? Das sieht aus, als würde da was fehlen. So, ein bisschen Information. Und warum sind wir Luke? Kann man hier Missionen neu starten machen? Ein bisschen Information, was los ist, wäre auch nicht schlecht, ne? Das wäre mal gar nicht schlecht. Warum sind wir Luke? Wo sind wir? Ah, geht doch. Die Satelliten für Operation Asche wurden an Admiral Versio geliefert. Die nächste Mission ist ebenso wichtig. Inferno hat Zugriffsfreigabe für ein Geheimobservatorium des Imperators auf dem Planeten Pilio. Es enthält gefährliche Artefakte, die der Feind nicht bekommen darf. Das Observatorium wird von einer Mantelverteidigung geschützt. Miko, Sie haben die nötige technische Expertise. Rüsten Sie eine Expedition aus. Finden und zerstören Sie das Observatorium. Das Imperium hier ist, dann war mein Gefühl wohl richtig. Dieser Planet muss etwas ganz Besonderes sein. Du bleibst hier, R2. Ihre Scanner haben uns bestimmt entdeckt. Aber das Imperium ist doch auf anderen Planeten auch. Sind die auch was ganz Besonderes? Ja, aber das ist ja ein unkolonisierter Planet, der nicht wichtig ist eigentlich. Und plötzlich taucht das Imperium auf. Und das hat er geahnt, also das... Aber er ist ja auch Luke Skywalker, er weiß halt sowas. Und wir sind Luke Skywalker. Und Luke Skywalker kann man übrigens nicht aus der First Person spielen, glaube ich. Nee, man kann nur die Kamera wechseln und hier... Ich muss wissen, warum ich... Und mag vielleicht vom Gameplay her kein tolles Spiel sein, aber mein Gott, es ist schön. Der spricht aber noch so, als hätte er so einen Keks in der Backe. Für unterwegs mitgenommen. Sieht so aus. Ja, guck mal, wenn du hier allein auf so einem Planeten, dann nimmst du dir doch so ein Ikea-Paket mit. Einen Weltraumkeks. Hui. Ich will diesen Waschlappen. Ich wollte wissen, warum. Was habe ich denn? Warte mal. Wir waren. Jetzt würde ich eh nicht mehr spielen wollen. So schön in der letzten Zeit fürs Imperium unterwegs gewesen und jetzt hier plötzlich hier so ein Allianz. Ein Allianz-Quatsch. Ach, schau mal, was der springen kann. Naja. Hui. Jedi-Gedöns für Waschlappen. Ja, aber Jedi sind echt scheiße. Also die ganze Machtkacke. Jedi ist doch scheiße. Jedi ist scheiße. So, zeig mal her, was macht er jetzt hier? Zack, schmeißt die weg. Hat den einen, hat sehr schön durch die Gegend gekegelt. Legt euch mal schlafen. Päuschen, Kinders. Nee, ich spiele lieber mit Blastern. Ich finde irgendwie nicht schwer Action. Selbst bei Jedi Outcast immer lieber so Schurken gespielt und so. Die Jedi sind immer so, die Guten und Schlechten und tralala. Ach, guck mal, ablenken kann er auch. Ja, natürlich, das gehört auch dazu. Lenk die mal ab, so.
Das ist geil. Das müssten sie doch irgendwann mal lernen, dass das keine gute Idee ist, gegen so einen Jedi zu schießen, dass man sich dann immer nur selber abschießt. Darum wäre auch blöd, aber was müssen sie ja machen? Meinst du, weil sie bezahlt werden? Nein, aber dann kommt er auf dich zugehüpft und haut dich halt im Lichtschwert um. Also irgendwie. Sie können ja aufgeben. Also sie müssten doch ungefähr wissen, dass die Jedi sie nicht umbringen würden, wenn sie aufgeben. Ob sie das schon rumgesprochen hat? Bestimmt. Nachher kommt der Palpatine und macht noch Schlimmeres mit dir. Weil der Palpatine ist ja weg. Das wissen die vielleicht. Hat sich ja schlafen gelegt. Guck mal, ich wollte eigentlich mal das hier machen. Zack. Und zack. So, jetzt machen wir mal hier, oder? Zack. Ja, das hätte ich jetzt auch spielen können. Du brauchst ja gar kein Aim. Du machst ja nur wupp, wupp und die Leute kriegen durch die Gegend. Ja. Ja. Das Imperium sucht auch was. Und sie sind natürlich mit den wunderschönen Lander-Shuttle angekommen. Das ist echt so ein schönes Schiff. Das ist so Wahnsinn. Ich finde die Designs der alten Trilogie sind so viel schöner als die neuen. Also es gibt ein paar richtig coole neue, gerade die Corvus zum Beispiel sieht cool aus. Ja. Dann sind auch ein paar andere. Aber zum größten Teil sind die alten Designs so viel. Also hässlich geiler. Sind ja eigentlich nur die Sachen aus Episode 1 bis 3. Die sind furchtbar. Meine Fresse. Da habe ich mich bei Episode 3 dann gerade beim Trailer so gefreut, als die Sternzerstörer endlich so wieder aussahen, ja, wie sie so ein bisschen aussehen sollen halt. Ne? So. Ansatzweise. Die sind diesen Schwenk gemacht zu den alten Designs. Das war echt cool. Und bei den neuen, also ich finde jetzt hier bei den Episode 7 und gut, Rogue One ist ja sowieso, da ist ja eh kaum was Neues dabei gewesen, weil das ja so aus der Zeit ist. Außer der, und ich habe es natürlich falsch gesagt, nicht der T-Flügler, sondern der U-Flügler. Mhm. Das war der. Ist aber Flügler darf man sowieso nicht sagen, ne? Das klingt aber auch. Oh, guck mal, der. Warte mal, kann ich. Zack, hat ihm nicht viel gebracht. So, pass auf. Hallo, du Schwebe-Heidi, du bist nur noch ein besseres Ziel. Komm, ja, siehst du? Ja, super. So, die eine hat auch gerade schon gesagt, bin am Ende. Moment mal, war da gerade eine Frau dabei? Ist hier etwa Vibesvolk anwesend? Nein. Wo ist eigentlich ein anständiges Monty Python-Spiel? Aber die Zeit ist vorbei. Schade. Oh, guck mal, der hat so eine Vibro-Klinge, glaube ich, gehabt. Wo ich das immer nicht ganz verstanden habe, wie diese Vibro-Klingen gegen Lichtschwerter was aushalten konnten. Aber da gibt es bestimmt ganz elaborierte Erklärungen, ja. Anders kommst du in das Universum hier eh nicht rein. Sollten wir jetzt aber nicht drüber sprechen, um die Leute nicht zu überfordern. Worüber? Achso, über die wissenschaftlichen Details. Alter, die fliegen immer so nett durch die Gegend. Oh, schön hinterher. Weißt du, ob wir es nett finden? Also sie sind ja wohl sehr engagiert, was das angeht. Durch die Gegend fliegen. Na, aber hallo. Ich meinte übrigens Kollege Phil auch, dass dieser Abschnitt hier, wo man mit dem Lichtschwert gegen die Sturmtruppler kämpft, total cool ist. Das einfach irgendwie Spaß macht, so ein bisschen mit Luke durch die Gegend zu rennen. Denn danach zeigen. Da habe ich richtig mitbekommen, wie er geflucht hat in der Redaktion. Oder so weiter. Oh, das hat. Das nicht. Ja, jetzt hätte man nicht zuhauen müssen. Oh, das war so cool, das war so geil. Dann kommt der Abschnitt danach. Jetzt spoiler ja nicht immer alles kaputt. Spoiler ja nicht. Ich sag nur, es war so eine geile Reaktion, das zu sehen. So dieses. Ach, guck mal, das ist eine Frau. Ja. Soll ich hier auf den Hoverbikes fahren, von der Rüstung her, die sie anhatte? Wo hat sie denn ihr Moped gelassen? Also vielleicht noch in der im Lambda-Shuttle drin. Oh. Da unten ist etwas Unnatürliches. Immer schön eine Taschenlampe dabei. Vielleicht war es doch mehr. Guck mal, hier liegen sie schon. Waren ausnahmsweise mal nicht wir. In dem Endor-Wald lagen auch schon echt viele Leichen vorher rum. Ist uns gar nicht aufgefallen. Da hat übrigens jemand in die Kommentare geschrieben, was der da noch gesagt hat, als wir dieses abgebrochene Gespräch hatten, weißt du? Und zwar hat der eine da. Der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Dass der wohl gesagt hätte. Diese lauter Frauen am Start. Dass das schon an Verrat grenzen würde, was er da gesagt hat. Was sie da gesagt hat. Mit dem von wegen, so, ja, das Imperium. Man sieht ja, dass es hier offensichtlich Missmanagement war. Das hört man im Imperium nicht gern. Ich glaube, das war der. Wie heißt der? Husk? Nee, Tusk oder? Also einer von uns. Ja, das ist eine ausgeprägte Diskussionskultur da. Wie heißen denn ihre zwei Begleiter?
Hier steht einer, ganz engagiert. Wir werden nochmal gucken, sie hat doch da zwei so Jungs bei. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Nein, 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 nein! Das wird nicht bringen! Aber lass Sie! Warten Sie! Ich kenne 100 Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie? Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Hast du das gesehen? Also keine Dreipunktlandung. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Na, was für ein Glück. Braucht er nicht, er landet halt entspannt auf zwei Füßen. Aber siehst du, da geht's schon los. Ja, die Macht hier, die Macht da. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es hier nicht schlimm? Es tut mir leid. Dachte ich. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Haben die Jedi nicht auch so einen Schlafentrick? Können die nicht auch so Gedankenkontrolle-mäßig die für sich kämpfen lassen? Vielleicht, je nachdem, wie man geskillt hat, so als Jedi. Naja, stimmt auch. Reskill ist bestimmt auch total teuer. Musst du dann mit Mikrotransaktionen kaufen? Ja, so ein Quatsch kriegst du nicht, Jedi. Zum Glück nicht. Oh, stell mal vor, Battlefront 2 mit Mikrotransaktionen. Nee, das ist ja total unbeliebt. Wir sind hier die Eindringlinge. Damit müssen wir uns jetzt zum Glück nicht rumschlagen hier in der Singleplayer. Ja, das ist super. Wir haben aber kein Stress, wir spielen schon das Singleplayer-Ding. Wir kriegen übrigens später sogar noch kostenlos neue Missionen nachgereicht. Echt? Ja. Also es sind 10 Missionen in der Kampagne bis jetzt, aber es werden noch welche nachgereicht. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind Sie also hier. Keine Sorge, ich will es zerstören. Das ist aber auch geil, wenn man in der Singleplayer-Kampagne irgendwie so einen Hans Wurst spielen würde und dann muss man erst Luke Skywalker freischalten für die Mission. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Mist! Was steckt in dem Bernstein? Ich lege das Terminal frei. Gibt's ja durchaus so Spiele, wo man, die so ein bisschen auf Replay ausgelegt sind, wo man dann andere Helden freischalten und später schon. Vielleicht wäre das gar nicht so eine schlechte Idee, weil dann müssen sie natürlich auch das Kerngameplay gamiger machen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Ideen für diese nicht umsetzen können. Freischaltbare Sachen und. Ja, vielleicht sollte ich da anfangen bei EA. Hey, warte, ich habe noch eine Idee. Mach das doch im Singleplayer auch noch. EA hat sowieso dieses Jahr so ein gutes Jahr gehabt. Erst Mass Effect, dann Need for Speed, wie heißt es, Payback. Dann das hier. Ja. Aber ich. Ich glaube, das wird sich hier gut verkaufen. Also und es ist ja auch im Multiplayer, es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Also Phil meinte ja auch im Test, dass das, also der Multiplayer ist, macht so einen Spaß, ist so cool. Und dieses ganze Drumherum, was sie immer bauen, das ist so
muss das sein, aber scheinbar muss es das sein. Was? Also glauben sie zumindest, sein. dass es sein muss. Aber ich glaube nicht, dass es sein muss. Nee, muss das erste hat sich doch auch ziemlich also, sich doch voll gut verkauft. Ja, es hat sich gut verkauft. Also man kann das... Ich habe ja gar nichts gegen Mikrotransaktionen zum gewissen Grad. Man muss es halt nur irgendwie ein bisschen schlauer machen als das. Und ich meine jetzt nicht schlauer im Sinne von verschlagener schlauer, sondern also besser. Bitte noch verarschender, sondern besser. Halt, ja, intelligent und fair vor allen Dingen irgendwie. Ja. Und du kannst es halt nicht mit spielrelevanten Spielen in einem Vollpreisspiel machen, finde ich zumindest. Ja, genau. Also, und dann halt, weil sich die Sachen irgendwie die Leute wirklich wollen, irgendwo halt dann... dass du 120 Stunden brauchst. Ja, das ist zu viel mit der Zeit. Aber das finde ich zum Beispiel, dass man die erst nach und nach freischaltet, finde ich gar nicht so schlimm. Ja, aber nicht in aber die Ausmaß. Verhältnisse sind halt der Irrsinn, ne? Ja. Ist einfach, dass du halt auch Hirnriss. Oh, cool, guck mal, ich kann hier die ganze Zeit als größter Held des Universums Käfer zerschlagen. Mach halt mal die Augen auf, Luke. Weil die Leute, die dann halt wirklich so interessiert sind an dem Spiel, die kriegst du auch mit anderen Sachen. Dann machst du halt für Luke oder Vader eine alternative Rüstung oder weißt du, dann hast du schon mal den Helden vielleicht nach 3 Stunden oder nach 5 und dann machst du halt aber nach 20 Stunden mit dem Helden eine geile Rüstung und die Leute, die halt wirklich scharf auf sowas sind und darauf anspringen, die machen das auch. Ja. Weil dann die Leute, die halt, wie gesagt, das Spiel, ich glaube, die spielen es auch hunderte Stunden lang. Ja. Aber halt jemand, der es eh vielleicht nur so mal 30 Stunden im Multiplayer spielen möchte, das alles vorzuenthalten, der ist halt dann angearscht und genervt. Ja. Und dann hast du halt diese... Das ist schon diese Lawine, wie sie jetzt halt ist. Aber ich glaube, da werden wir morgen noch drüber reden. In der Woche. Oder eigentlich nicht. Ich glaube, da haben sie doch letzte Woche drüber geredet. Ja, Anfang. Aber das war diese Woche erst tatsächlich mit dem Reddit, das ist der meist downgevoteste Reddit-Post aller Zeiten. Ja. Mit Riesenabstand. Also, man kann doch schon mal drüber reden, das hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich rede den ganzen Tag drüber im Büro. Ja, das, mehr das ist so krass. Das ist aber das Thema halt auch. Ja, klar. Kommen halt nicht drum rum. Aber es ist halt irgendwann so. Naja, andererseits, aber stimmt ja auch, man muss ja auch nicht. Es ist einfach so, es ist ähnlich viel. Das Krasse ist ja auch, dass das ist auch so ein bisschen ein Problem, wo man erkennt, wie unterschiedlich die Spielerschaft ist. Weil ich glaube, es gibt ganz viele, für die ist es überhaupt nicht schlimm. Mich stört es gar nicht. Ja, manche Sachen davon nicht, aber es ist einfach. Aber das sprechen wir morgen in Ruhe. Ja, genau. Das sieht jetzt aber auch nicht super spaßig aus, irgendwie 5 Minuten am Stück. Nee, das ist total geil. Alter, schau mal, ich bin Luke Skywalker und kämpfe gegen die Käferarmee. Okay. Das ist das geilste ever. Wolltest du das nicht schon immer mal machen, als Luke Skywalker gegen Käfer kämpft? Ach, Luke ist eh so eine Nase, ey. Wohin geht's? Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber... was bleibt mir sonst?
eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit ihnen sein. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Gleb. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Springen Sie nach Vardos. Die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Hask auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Protektorat Gleb im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrlich. Unsere Leute gehen vor. Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier eine kleine Pause, denn morgen ist auch ein neuer Tag und da hat das Imperium bestimmt die nächste planetenzerstörende Waffe. Wir können eben warten. Irgendwo in der Hinterhand und dann können wir noch ein bisschen auswerten, was wir jetzt hier gerade an Storytechnischen gesehen haben. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Also bis denn. Tschüss.